Ich war bei der Akademie der Bildenden Künste bei Max Weiler, habe ich studiert und habe mir ein paar Monate gegönnt, ein Privatstudium bei ihm zu absolvieren, um meine weitere Laufbahn besser zu verfolgen zu können. Und ich habe schon immer als Kind gewusst, dass ich meine Begabung später einmal ausüben werde. Aber man muss ja in die Schule gehen und ich habe dann einen Brotberuf gelernt, Spediteur, und bin dann eben zu dem Künstlerischen übergegangen. Normalerweise habe ich früher mit dem Pinsel gemalt, jetzt nur mit den Händen, und es gibt natürlich so Phasen wie die blaue Epoche, oder manche Künstler haben eben andere Papier oder machen mit Pinsel. Ich habe eben mit Pinsel begonnen und male jetzt mit den Händen und mit den Fingern nur mehr. Meistens Ölbilder, und ich bin so glücklich in meinem Beruf. Bei manchen Ölbildern verwende ich sehr gerne auch Blattgoldspray, um das Ganze noch zu intensivieren. Also der Weg über die Inspiration zur Transformation. Die Goldfarbe finde ich als Quell von bewegter Lichtdarstellung. Das Bild verändert sich je nach Tageszeit. Also in der Früh schaut es anders aus als zu Mittag und auch am Abend. Auch wenn man sich von links nach rechts bewegt, ist es fast so, als würde es sich selbst bewegen und die dynamische Darstellung ist ein besonderer Effekt in meinen Bildern, in meinen Kunstwerken quasi. Und der Betrachter erlebt das Bild vielfach, also nicht nur eindimensional, sondern auch zwei- oder fast dreidimensional. Wenn ich normalerweise male, male ich nackt. Meine internationalen Kataloge beginnen bei 120 Jahre Steyr-in-Wien, da ich in Feldbach geboren wurde. Dann geht es über Italien, International Art Fairs, diverse von Milano, Venedig, Diepolo, dann über Olympiade in Rio de Janeiro, Brisbane, Australien und so weiter. Unzählige Kataloge, Ausstellungen. Und dann habe ich natürlich auch Skulpturen gemacht. Das ist Raku, das ist eine japanische Tonkunst aus dem 16. Jahrhundert. Diverse andere Skulpturen habe ich auch noch, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Mein größtes Kunstwerk, Kunst im öffentlichen Raum, Kunst verbindet, 40 Meter mal 2,5 Meter auf Pressspanplatten. 3 Monate habe ich circa gearbeitet daran. Von 2014 bis 2017 habe ich insgesamt 12 Preise erhalten.
Unter anderem war ich im Vatikan 2015, im Museum in Mailand und im Kolosseum in Rom und Leonardo da Vinci Preis in Florenz, um nur einige davon zu erwähnen. Auch in der Galileo Preis hat mich sehr stolz gemacht. Alles Thank you.